Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Big React, powered by OMEN. Diesmal ist der Nils mit dabei. Wir schauen uns das Spiel Astralis gegen Big an. Welches Turnier? Blast Pro Series Gruppenphase. Boah, die Szene war super krass, die hab ich schon gesehen. Gute One-Shots. Ja. Boah. Man sieht leider nicht die Inhalte von ihm. Ja. Boah. Gute Shots, gute Shots. Der hat irgendwie gegen uns, auch als D hat er auch, glaube ich, 4 Kills oder so gemacht. Das, der hat, glaube ich, 8 Kills in 2 Runden gemacht, ein Pistol. Vielleicht sieht man nochmal ein Replay. Ja. Boah. Boah. Ja, der ist jetzt natürlich, ich muss so gekillt werden, damit ich überhaupt gekillt werden kann. Ja, klar. Und zum Flick. Normalerweise ist er tot. Wie oft springt der Mono One? Sag. Sehr oft, oder? Sehr okay, oft. Guter Boost von Jarl und mir. Jarl leider gestorben. So, jetzt. Ich vertraue halt nicht drauf, dass er da eigentlich gar nicht die Flusslöcher spammt. Oh, da haben beide. Nice. Ja, da erinnere ich mich noch, das war überknapp, aber so wichtig. Dass Tizi da so cool geblieben ist mit seinen letzten Schüssen. Aber du warst halt Freefrag, ne? Ja, ja, sag ich ja. Ich habe nicht drauf vertraut, dass ich einen richtigen Spot gebankt habe quasi. So dass er gar nicht diffusen kann eigentlich. Aber ist ja nicht so schlimm, haben wir zum Glück gewonnen gehabt. Ja. Der Erfolg gibt uns recht. Richtig, genau. Boah, den lag ich so. Ja, guter Shot. Jetzt, das ist der letzte, kein Kevlar. Er panickt. Nein. Nice. Nein. Nein, wie kann der nur verlieren? Coole Szene von mir, muss ich schon mal sagen. Ohne Kevlar. Dann haben wir gegen Astralis wieder auf Vertigo gewonnen. 16-14, das war schon ein sehr knappes Spiel. Es war echt sehr intens, geile Runden gehabt. Und jetzt gehen wir auf Inferno. Inferno, wie erinnerst du dich an dieses Spiel, Nils? Sehr einfaches Spiel, glaube ich. Sehr einfaches Spiel? Ehrlich, ich glaube, es war ein sehr einfaches Spiel auf Inferno, ja. Ja, also es war auf jeden Fall leichter als gedacht. Ja. Das bin ich auch deiner Meinung. Aber wir haben auch die letzte Zeit natürlich, jetzt nicht bei dem letzten Turnier, aber jetzt bei Blast, haben wir echt auch ein sehr, sehr gutes Inferno gezeigt. Deswegen haben wir auch so confident, oder deswegen waren wir auch so confident eigentlich auf dieser Map. Aber schauen wir mal, wie gut wir auf dieser Map letztendlich waren. In Katowice hätten wir alles spielen können, wir hätten einfach verloren. Geil, ich denke auch, ja. Schau mal hier, das war auch fett gelackt wieder von Dupree. Nein, das war richtig schlecht gespielt leider von uns. Weißt du, guck mal, wir hatten mal eine Szene. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Map das war. Das war irgendwie, warte, lass mich ganz kurz überlegen. Da hast du die, glaube ich, gespielt sogar. Da bist du irgendwie durch die Smoke mit der Flash oder so. Mirage, aber kurz. Erinnerst du dich? Ja, gut. Ja, aber genau die gleiche Szene. Und hier spielen wir 4-2. Und wir sind alle hinter der Smoke, versuchen irgendwie die Leute irgendwie zu lacken durch die Smoke. Anstatt mal so zwei Leute durch die Smoke jumpen, versuchen wir die irgendwie durch die Smoke zu lacken. Ja, stimmt, das war schon der Unterschied einfach. Ja, wir hätten den pushen können so und es ist aber auch fett gelackt. Klar, das ist natürlich auch gelackt, aber man kann es natürlich auch ein bisschen anders spielen, aber guck mal hier, wie er sich freut. Ja. Haben wir gelernt. So, jetzt gucken wir uns weiter an. Sirson. Boah, gut HE. Nice Shot. Der hit jeden Schuss, das ist so krass. That's acceptable. Yeah, man. That's really good. I don't know if you go above 100. What if you shoot like 2-for-1? Does it count? Does it count as like 150? Auch nur Headshots so. 3 Headshots, glaube ich. Irgendwie auch die meiste Headshot-Rate sogar, ne? Okay, gucken wir uns die nächste Szene an. 7-7, also von 7-4 auf 7-7 ist ein sehr, sehr solides Comeback. Gucken wir uns mal an, die sind jetzt B, machen B execute. Schauen wir uns mal von vorne an. Schade, den killt John eigentlich immer den zweiten. Ja. So, wahrscheinlich zu spät durch die Smoke.
20 seconds here, so they have to get a bomb plan. He can actually slow play this and just. Ach, das war die Runde. Da weiß bis heute keiner, was sie da gemacht haben. Achso, die warten auf den Chili-Spieler. Die warten auf. Ja, genau. Zeit wird halt knapp, Jungs. Timer, komm! Ja. Das ist dann eigentlich ganz gut in der Smoke, dass sie da legen wollen, ne? Ja, eigentlich ja. Aber er kann halt auch nur da sitzen, so. Hast du gut analysiert. Ja, ne? Ja. Ja, holt er immer. Das war ja ein Ego. Ganz knapp. Oh! 14 rounds on big and it had to be Searson to take it away at the end. Flo, er sitzt da eiskold einfach, er gewinnt so eine richtig krasse Eco, so richtig viel entscheidend. Also das war das, Alter, wo auf einmal Haus hinter mir droppt, hab's gar nicht gecheckt. Ja. Wir legen die Bombe erst schon direkt hinter mir. 0,2. Das war schon knapp auf jeden Fall. Aber doch, also Ergebnis ja natürlich 16-8, war ein leichtes Spiel so. Aber wir haben auch gut, echt gut gespielt. Also natürlich von als CT 7-4 waren wir hinten oder so und auf 7-7, 8-7 haben wir dann gewonnen, die Hälfte sogar noch. Und dann halt solides T, kann man schon gezeigt. Sehr, 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 sehr zufrieden. Natürlich waren wir auch alle sehr stolz auf diese Leistung. Ein paar letzten Worte zu Astralis. Stabiles Match. Kann ich so unterschreiben. Ja, das war das Spiel gegen Astralis. Immer ein sehr interessantes Spiel gegen sie. Sie spielen sehr gutes Counter-Strike. Diesmal haben wir natürlich ein bisschen besseres Counter-Strike gezeigt. Wir haben sie ein bisschen, denke ich mal, gecatcht. Natürlich mit unserem Spielstil auch. Wir waren individuell einfach alle sehr gut in Form. Gutes Counter-Strike gezeigt. Und ja, so schnell kann man einfach mal 2-0 gewinnen gegen sie.